Also, nachdem wir uns ja gestern so das eine oder andere Thema angehört haben, möchte ich heute mal auf etwas, naja, neu, Eva hat schon angesprochen, auf eine unserer Forderungen eingehen. Wir möchten frei sein von einer Corona-App. Zu spät. Man kann sie sich runterladen, sofern. Also es gibt ein paar Punkte und deswegen wird die Corona-App nicht funktionieren. Erster Punkt ist der, Daniel wird mir wahrscheinlich recht geben, ich muss eine Möglichkeit haben, Apps zu installieren. Es gibt so die eine oder andere von euch, ist ja schon länger dabei, hat vielleicht auch schon länger ein Mobilfon und kann sich vielleicht noch erinnern, wir konnten gerade mal Snake spielen. Und SMSen haben wir mit 7755, 3-2 und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. T9. Alle haben wir geflucht. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss mir jetzt ein neues Telefon kaufen. Und solange das der Fall sein wird, hat es ja irgendwie keinen Sinn. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe mir halt ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich habe auch mal versucht, ein bisschen was zu lesen heute. Ich hatte heute Schule. Es war ein Thema. Da konnte ich ein bisschen entspannter da dran gehen, weil ich da schon tiefgründig involviert bin. Also habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und da waren eben diese Kommentare dabei, wo dann die Leute gesagt haben, sorry, aber wenn ich doch kein Gerät habe, wo es nicht funktioniert. Jetzt nehmt ihr eure Geräte mal in die Hand und probiert es vielleicht mal nachzugucken. Ihr werdet feststellen, tut mir leid, aber für ihren Stand ist es nicht möglich. Ich habe es bei mir nicht probiert, weil meins würde gehen. Ja, was kann ich jetzt tun, wenn ich ein relativ neues Handy habe, aber vielleicht schon aus der Garantie draußen bin? Dann wechselt doch euer Android. Android, was ihr jetzt im Laden kaufen könnt, einziges Telefon, wo es nicht hat, ist das Fairphone, ist Google Android. Wenn ihr jetzt euch mal ein bisschen schlau macht über die Alternativen zum Google Android, dann werdet ihr feststellen, da gibt es welche. Und diese Alternativen haben keine Schnittstelle. Ich habe ein Telefon älteren Baujahrs zu Hause, habe da diese gestern mal nachgeguckt und festgestellt, in diesem App Store, den es da gibt, gibt es keinen Begriff irgendwie ansatzweise mit Corona. Okay, also, funktioniert schon mal nicht, weil es gibt ganz viele Leute, die schon lange sagen, wir wollen mit Google nichts zu tun haben. Vor Corona schon. Es ging ja eigentlich auch bei Apple-Produkten, weil Apple, also auch das ist einfach nur ein kleiner Computer mit Bildschirm. Man muss es dazu aber irgendwie... Ich weiß nicht, wie es bei Apple gerade heißt, aber es gibt da so eine Möglichkeit, dass man da ein anderes Betriebssystem drauf spielt. Dann habe ich das auch gelöst, für die, die jetzt einfach mal Angst davor haben. Wenn ihr jetzt auf euer Telefon guckt, in den Einstellungen von Google, da weiß ich es jetzt auswendig, werdet ihr bei allen neueren Handys mal, auch wenn ihr die App nicht runtergeladen habt, eine Schnittstelle finden. Da steht dann irgendwas über Corona drin. Das ist aber nicht die App, das ist nur die Schnittstelle. Und mit der kann erst die App aktiv werden. Und jetzt kommen zu mir Fragezeichen, was ich so ein bisschen gelesen habe. Gut, wie funktioniert diese App? Ganz einfach, ihr müsst Bluetooth anhaben. Bluetooth ist einfach nur ein Funksignal, ein spezielles. Und dieses Funksignal misst, das hört sich jetzt um. Ja, also es macht so, wie ich jetzt mache. Es dreht sich mal so rum, hört dann, wer ist denn da mit dem Bluetooth da? Hat dieses Bluetooth-Signal auch diese Corona-App? Dann verbinden die zwei sich, teilen sich eine Nummer, also sagt, ich bin die Nummer 5, ja, ich bin die Nummer 10 oder so ähnlich. Also es wird eine längere Nummer sein, es muss ja anonymisiert sein, es dürfen nicht gleich rauszufinden sein. Und dann sagen die, okay, wie schaut es denn aus, dein Besitzer? Ist der positiv? Nö. Hatte der Kontakt mit Positiven? Nö. Gut. Alles gut, dann bleibt es bei euch auch auf grün. Ihr merkt nichts davon. Sollte man ja für sicher halten. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ich habe jetzt
ein Loch aufgemacht. Und ich brauche, glaube ich, den meisten von euch nichts erzählen, wenn die Maus ein Loch findet, dann ist sie im Haus. Wer ist jetzt die Maus? Es gibt so Schelme, die, glaube ich, die Idee haben, immer irgendwo aus Langeweile, vielleicht auch doch mit einem bösen Hintergedanken, sich jetzt da rein zu mogeln. Bis jetzt war ja Apple damit bekannt, dass die eigentlich ziemlich sicher sind. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die nicht auch hergegangen sind und da jetzt ein Loch gezaubert haben. Dann habe ich mal so Begriffe gehört von wegen Geister. Ich will jetzt kein Esoteriker sein und sagen, ich immer mit Geister, sondern wir meinen hier, ich behaupte einfach mal, ich nehme jetzt dein Signal, das du ausgestrahlt hast, du bist positiv, ich nehme dein Signal und zauber es jetzt hierher, genau hier auf dem Platz. Und jetzt müssten ja eigentlich, wenn ihr jetzt Internetverbindung aufgebaut habt, müssten jetzt eure Handys ja irgendwo in ihren Handy reingezaubert kommen. Du warst vorher auf dem Platz zur gleichen Zeit wie dieser Geist. Und dann müssten ja eure Handys anschlagen. Dann ist die zweite Frage, die sich mir stellt, wie sicher ist denn die Möglichkeit, dass die App weiß, dass ich positiv bin? Jetzt müssen wir mal ein bisschen zurück überlegen, wie lang ist denn die Inkubationszeit? Ich glaube, bei 14 Tage. Wie lang speichert das Teil? Angeblich soll es 10 Tage speichern, lassen wir es 14 Tage speichern, aber jetzt Inkubationszeit 14 Tage. Ich gehe jetzt her, gehe nach Hause, merke zu Hause, oh, ich habe einen Kratzen im Hals. Ich rufe meinen Arzt an, sag du, ich habe einen Kratzen im Hals. Bleib zu Hause, kurier dich aus. Diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist tatsächlich jemandem bekannt, passiert, den ich persönlich getroffen habe. Am Abend steht dann das Gesundheitsamt vor der Tür und macht dann so einen komischen Test. Also es ist kein Fall, den ich mir jetzt gerade ausdenke, dieser jetzt hat, sondern das ist tatsächlich einem Menschen passiert, den ich jetzt getroffen habe. Dann sitzt der 10 Tage zu Hause. Man sagte zu ihm, also Montag passiert, am Freitag kriegst du Bescheid, oder Donnerstag oder Freitag kriegst du Bescheid. Ja, die rufen Donnerstag an, ne, wissen noch nichts. Freitag angerufen, nächste Woche Dienstag angerufen. Er hat mir gesagt, sage und schreibe, 11 Tage hat er auf das Ergebnis gewartet, dass er negativ ist. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese App 14 Tage meine Daten speichert, mit wem ich Kontakt hatte, und ich habe 14 Tage Inkubationszeit, merke dann, dass ich jetzt irgendwas habe, was dahin sprechen könnte, Anzeichen habe, auch nur ansatzweise, und gehe dann hier zu meinem Arzt, werde dann getestet und die sind so überfordert, dass es 14 Tage dauert oder 10 Tage dauert, bis ich das Ergebnis habe, dass ich positiv bin, bis ich das eingebe, sind die meisten Daten gelöscht. Weil erst dann, wenn ich positiv getestet wurde, bekomme ich einen QR-Code geschickt. Den QR-Code gebe ich dann über die App ein und dann bin ich erst positiv. Und wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und bin in ein gewisses Zeitfenster, ich glaube, es müssen 10 Minuten sein, im Einzugsbereich von dem Bluetooth-Empfänger des Einzelnen oder von euch allen hier, die ihr die App haben könntet, erst dann kommt bei mir eine Alarmmeldung. Du hattest eventuell Kontakt mit einem positiv Getesteten. Bitte geh dich testen. Ob das jetzt freiwillig ist, weiß ich nicht. Was das mit der Information macht, weiß ich auch nicht. Aber wir waren ja bei der Freiwilligkeit. Was ist denn jetzt, wenn ich nicht testen gehe? Was ist, wenn ich jetzt die nächsten 5 Tage nicht sage, pass auf, ich habe einen Test gemacht. Was macht dann die App mit der Information? Das macht mir ein bisschen Angst. Weil dann komme ich nämlich in die Verpflichtung rein. Gut, wo kommt noch die App-Verpflichtung, was mich stört? Also wenn wir bei der Freiwilligkeit sind aktuell. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Herrn und da hat mir gesagt, ein befreundeter Gastwirt will das zu seiner Verpflichtung machen, dass die Kunden, die Gäste, wenn sie zu ihm kommen, diese App haben. Sonst kommen sie nicht rein. Bitte? Das mit der Firmenhandy hat man dann auch, dass die Firma sagt, ich muss es runterladen. Auch das ist für mich das Gleiche. Das ist also, jetzt geht es, auch wenn es ein Firmenhandy ist, in meine Privatsphäre.
Weil diese Daten, die haben nichts, meines Erachtens nichts auf der Arbeit zu tun, egal was ich arbeite. Da kann einer sagen, was er will. Wenn ich sehr vorsichtig sein will und bin im Medizinischen tätig und will mich testen lassen, okay, ich habe mitbekommen, die Rettungsdienste müssen anscheinend regelmäßig sich testen lassen. Wenn sie es mit sich machen lassen wollen, dann sollen sie es bitte tun. Wenn der Arbeitgeber sagt, wenn du nicht mitspielst, dann bleibst du zu Hause, gut, dann bleibe ich zu Hause. Aber das muss in meiner Entscheidung bleiben, bitte. Ja? Und wenn du es jetzt gerade sagst, der Einwurf, danke, Firmenhandy sagt, ich muss es tun, wo ist bitte dann die Freiwilligkeit? Ja, ich meine, das ist auf meinem Privathandy mir nicht vorschreiben können, mein Arbeitgeber. Aber ich habe heute, also ich habe auch in der Schule aufgepasst, in dem Moment, wo ich ein Betriebshandy zu Hause habe, gilt übrigens die Arbeit, die Zeit zu Hause mit dem eingeschalteten Telefon als Bereitschaftszeit. Wir haben eine maximal 10 Stunden Arbeitstag. Also wenn du dein Handy 10 Stunden anhast, dann musst du nicht mehr in die Arbeit gehen. Nur mal so als Nebeninfo. Das ist auch etwas, was ich bis heute auch noch nicht wusste. Das ist mal was Neues gewesen zu dem Thema. Das ist mal interessant, was wir mittlerweile mit uns machen lassen, was wir eigentlich machen müssen. Aber wir waren bei unserer Corona-Warn-App. Also ihr merkt schon, wenn jetzt einer schon damit anfängt, es werden viele Folgen. Alles zur Einhaltung unserer Gesundheit, zum Eindämmen von einer, keine Ahnung, Pandemie, nennen wir es einfach so, weil es ja überall genannt wird. Es kann aber keine Pandemie eindämmen, weil es einfach zu langsam ist für diesen Virus. Wenn wir einen Virus hätten oder eine Erkrankung hätten, ich treffe denjenigen, der steckt mich an und ich bin da mehr oder weniger innerhalb von wenigen Stunden so infiziert, dass ich sofort ins Krankenhaus muss, dann würde das Ding vielleicht was bringen. Dann würde es was bringen. Oder wie lange speichert es jetzt? Diese Fragen habe ich mir noch nicht beantworten können. Und das macht mir, also damit ihr vielleicht mal so Argumentationsgründe habt, echt Sorgen, was will man damit bezwecken? Und da haben auch einige so Vermutungen aufgestellt und haben gesagt, hey, ich glaube, in dem Moment, wo es hätte sein können, kommt eine Warnung bei dir aufs Handy, vielleicht schon viel zu spät, aber jetzt wirst du losgeschickt. Vielleicht wirst du jetzt dann auch zu einem PCR-Test geschickt. Und da haben wir ja jetzt in den letzten Wochen auch von Spahn zugegeben, herausgefunden, dass das Ding ja Fehlerquellen hat, Fehlerquote hat. Und da gehe ich mal davon aus, wenn das Ding jetzt falsch reagiert, falsch positiv reagiert, zählt mal die Menschen, die ihr zufällig getroffen habt. Also Menschen, die ihr nicht nur die ihr kennt, sondern auch die ihr nicht kennt. Zählt die Menschen, die ihr nicht bewusst wahrnimmt. Also wir nehmen uns ja jetzt alle bewusst wahr. Aber wie weit geht dieses Bluetooth-Signal? Da hinten sitzen welche auf der Bank, da sitzen welche im Biergarten. Die haben mit uns nicht mal annähernd Kontakt gehabt. Da stehen Leute üben auf der anderen Straßenseite. Jetzt hat denen ihr Handy aber irgendwo das Signal mitbekommen, nur im Vorbeigehen. Die haben nicht einmal ansatzweise einen Ausatem von mir mitbekommen. Kriegen aber jetzt einen Alarm, rennen zu dahin und dieser Test reagiert ausgerechnet bei dieser Person falsch positiv. Und wir werden eine neue Welle haben. Ich warne jeden davor, also ich für mich persönlich, wenn ich diese ganzen Eventualitäten alle mit einfließen lasse, warne ich jeden davor, bitte lass die Finger davon. Das hat nichts damit zu tun, ob ich Facebook-User bin, wo da meine Daten preistrete. Weil da bin ich ja fast der gläserne Bürger da drin. Ob ich WhatsApp benutze oder andere Dinge, oder Google Maps, Google was weiß ich was alles, das ist egal. Das Ding da ist viel schlimmer als die anderen, weil die kann nämlich ganz andere Dinge auslösen, Angst auslösen. Das hat Google und Facebook nicht geschafft, was die an Angst auslösen. Ja, tun sie jetzt unterstützend, indem sie das Ganze gerade ein bisschen hoch pushen und überall, wenn du... Du musst ja nur auf irgendwo, ich glaube bei, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, da kam dann aufgeploppt, wenn du da jetzt hingehst, informier dich mit Covid-19 und na, das macht Google, glaube ich, auf ihrer Startseite. Ja, das ist, überliest man mittlerweile schon so viel. Aber diese App macht es schlimmer. Deswegen bitte, bitte, vorsichtig, auch an die zuhören, seid vorsichtig, überlegt dreimal, viermal, fünfmal, informiert euch, hört euch kritische Beiträge dazu an und lasst die Finger davon.